Ein Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu Splinter Cell Blacklist. Ja, wer den letzten Part nicht gesehen hat, sollte das natürlich machen. Bescheid, wenn Verbesserungen am Flugzeug nötig sind. Ja, sind sie aber nicht. Das haben wir jetzt im letzten Part am Ende gemacht. Und nun ja, so, sprechen wir nochmal mit dem Briggs. Sicher. Weiß nur nicht, wie ich das mit Benghazi der CIA erkläre, wenn ich wieder da anfange. Bis das soweit ist, kräht kein Hahn mehr danach. Hoffen wir es. Okay, Briggs Missionen. Da werde ich mich mal... Ja, dran sitzt, wenn wir so ein bisschen, so ein paar Sachen gemacht haben. Aber Briggs müssen wir, brauchen wir zwei Spieler für irgendwie. Okay, Fortschritt. Nee, jetzt brauche ich nicht zu wissen. Ich helfe jetzt Grimm. Sie will eine von Corbins Informationen überprüfen. Okay, gut, ja, so diese Mission mache ich ein andermal. Ich würde sagen, wir gucken mal hier hinten. Anscheinend können wir jetzt hier hoch. Ach, hier bist du, Kollege. Meine Güte, ich habe dich immer, ja, ich habe dich nie gefunden. So, jetzt weiß ich endlich, wo du bist. Tag. Charlie? Oh, hey. Gute Arbeit, der Hack des Mobiltelefons. Ach komm, das war gar nichts. Mit etwas mehr Zeit und einer besseren Verbindung, da hätte ich... Konzentrier dich auf die nächste Mission. Okay, Charlie-Mission. Ausrüstung anpassen. Ah, okay, hier kommen wir jetzt also auch mal. Kampagne, Spion, Söldner, Kampagne. Sam Fisher. So. So, machen wir erstmal Ausrüstung B. Also, Ausrüstung A ist ja echt ziemlich auf Stealth getrimmt. Wenn wir erstmal so schauen... ist das eigentlich ganz gut, obwohl ich da gerne noch was ändern will, nämlich die Sekundärwaffe. Die will ich eigentlich auch so ein bisschen gedämpft haben. Welche nehmen wir denn da mit? So, die Sturmgewehre. Ach, hier unten haben wir auch noch was. Flinten, ja, die sind ganz sicherlich nicht gedämpft. Schwarzmatt, okay, VSS. Was ist das denn? Klassisches Scharfschützengewehr aus dem Ostblock mit integriertem Schalldämpfer. Feuermodus nur Einzelschuss. Das sieht doch mal geil aus. Die nehmen wir mal mit. Super. So, ansonsten ist ja eigentlich alles okay, was wir dabei haben. Spezialwaffe auch. Dann machen wir mal Ausrüstung B. So ein bisschen anders. Ausrüstung. Haft-EMP. Fängische Aufschlüsse, die Gegner... Unschädlich macht das eigentlich auch nicht schlecht. Was nehmen wir denn hier mal mit? Training. Ich glaube, hier gehen wir mal ein bisschen auf den Panther-Skill. Kaufen und ausrüsten. Rauchgranate nehmen wir auch mal mit. Schlafgas. Oh, das ist eigentlich nicht schlecht. Schlafgas schalten wir auch mal frei. Ich würde sagen, dann nehmen wir mal die Haftkamera. Ist ganz nützlich. Die Rauchgranaten brauchen wir nicht. Tränengas, obwohl Rauchgranaten... das ist der Panther-Stil eher, aber das auch. Naja, nehmen wir mal Tränengas mit. Blendgranaten brauchen wir nicht. Kontaktjocker nehmen wir schon mit. Haftet an Oberflächen, okay. Das lassen wir alles so. Dann würde ich aber sagen, ändern wir mal kurz in Ausrüstung A nämlich auch was. Da könnten wir dann eigentlich auch sagen, wir nehmen Schlafgas mit. Und was noch? Blendgranate brauchen wir nicht. Näherungsminen auch nicht. Und noch Tränengas mitnehmen, so. Jetzt haben wir verdammt viel. So. Ausrüstung B. Gut, hier haben wir jetzt auch alles, was wir brauchen. Die Brille. Was nehmen wir denn da für eine mit? Haben wir nun die Standardbrille. Anzug nehmen wir uns... was können wir denn da mitnehmen? Wir nehmen mal einen mit, der ein bisschen besser gepanzert ist einfach. Der Rabenanzug, den habe ich mir ja freigeschaltet. Handschuhe. So. Hose. So. Ja, stimmt, wir sind... Ach, deswegen sterben wir auch immer so schnell, weil die Sache, die wir dabei haben, einfach total, ja, einfach total schwach ist. Lichter. Bleiben wir mal hier bei dem klassischen Grün. Oder Rot. Das sah auch nicht schlecht aus. Rot sah auch nicht schlecht aus, aber dafür will ich jetzt eigentlich nichts ausgeben. Könnten wir uns, glaube ich... Ich weiß, ob wir es leisten könnten oder nicht. Was gibt's denn eigentlich? Ich guck nochmal unter Ausrüstung B. Pistole. Schauen wir jetzt da mal nach. Da könnten wir... Die hatte ich jetzt mit der anderen Klasse mit. Aber da ist die eigentlich in allen Bereichen besser. Ja, können wir ruhig mitnehmen. Sekundärwaffe würde ich dann hier sagen. Da nehmen wir jetzt aber mal diese fette 416 ruhig mit. Spezialwaffe. Nee. Keine Armbrust, sondern taktische Armbrust.
So, und dann schaue ich nochmal unter Ausrüstung A, was es denn eigentlich so für, ja, so für Anzüge noch gibt. Außer jetzt hier diesen klassischen Anzug. Dann gibt's hier noch... Okay, der wäre nochmal für Stealth wahrscheinlich besser. Okay. So, ja, dann war's das eigentlich. So, und dann würde ich sagen, gammeln wir jetzt hier auch nicht ganz weiter rum. Ah, okay, hier können wir dann direkt zwischen der Ausrüstung wechseln. Okay, der geht echt komplett auf Stealth, aber da ist man wirklich krass schwach, muss ich sagen. Also von der Panzerung, das sieht man ja, da haben wir 3 Panzerungen. Hier sind wir richtig gepanzert, sind aber auch 0 Stealth, man hört uns wahrscheinlich ziemlich stark. Ja, wir bleiben ruhig bei Stealth, das ist schon okay. So, zurück. Das wär's erstmal. Grimm will, dass ich mir irgendwelchen Mist über Einsatzprotokolle reinziehe. Ah. Na dann, viel Spaß. So, was denn da hinten? Ach. Ah, okay, gut. Hier können wir auch nochmal die Ausrüstung selber anpassen. Alles klar. Hier wahrscheinlich nochmal die Waffen. Oder? Ja. Egal. Gehen wir mal wieder runter. Wissen wir jetzt auch, wo Charlie ist. So, dann machen wir mal die nächste Mission, würde ich sagen. Neu. Okay, was gibt's denn jetzt hier alles? Das sind die 4 E-Missionen, Koop und Einzelspieler. Spione gegen Söldner ist der Mehrspieler. Wo ist denn jetzt meine Legende hin? Na egal. So, was ist das hier? Was war denn nochmal das Orange? Ich würde jetzt eigentlich gerade mal gerne... Was gibt's hier? Tägliche Herausforderung. Gasmann. Erledige 10 mit Schlafgas. Tägliche Herausforderungen stellen, dann können im Einzelspieler und Koop auf die Probe verfallen, jedoch nach 24 Stunden. Uplay-Belohnungen. Gib 20 Uplay-Punkte aus, um die blaue Ghost-Einsatz... Ja, ja. Habe ich schon gemacht. Das habe ich schon. So. Im dunklen Daten-Metaspiel. So, nee, wir machen erstmal so unsere weitere Mission. Und die anderen Sachen werden wir dann so... Damit befasse ich mich selbst so ein bisschen. Und dann werden wir das aber auch noch machen. Die Supermärkte können den Bedarf an Grundnahrungsmitteln wie Milch, Wasser und Konserven nicht mehr decken. Andere Händler melden den Ausverkauf von Campingausrüstung, Waffen, Munition und Erste-Hilfe-Kästen. Ein Marktleiter sagte dazu, es liegt an Blacklist. Die Leute wollen vorbereitet sein. Und wo wir gerade davon sprechen. Überall wird darüber nachgedacht, wie diese geheimnisvollen Blacklist-Attacken wohl aussehen werden. Überschriften wie Amerikas Konsum und Amerikas Blut haben sowohl unter Bürgern als auch bei Fachleuten zu wilden Spekulationen geführt. Es steht fest, dass Amerikas Konsum für einen Angriff auf Amerikas Lebensmittelversorgung steht. Ich habe bereits letztes Jahr in meinem Buch Amerika am Boden darauf hingewiesen, dass sie eine große Schwachstelle ist. Okay, gut, ja, ich werde auch gucken, je nachdem, wie das Let's Play ankommt bei euch, werde ich mehr oder weniger machen. Ihr könnt mir ja auch mal sagen, in die Kommentare einfach schreiben, ob ihr die anderen Sachen auch so alle sehen wollt. Ich meine, der Koop kommt ja eh mit Zero, da werde ich mich mit ihm noch ein bisschen noch mit befassen. Schreibt das einfach mal in die Kommentare und, naja, wir fangen jetzt hier einfach mal an. Das Briefing starten. Ich hab geschlafen, Mann. Schon mal von den Genfer Konventionen gehört? Ich hab Rechte. Ich sag dir was. Wenn du ein Münztelefon findest, darfst du einen Anwalt rufen. Was Neues bei den Aufklärungsdaten? Ich versuche noch den Datenstrom abzugreifen. Ich brauche eine Minute. Entschuldigung, das Büro der Präsidentin meldet, dass 3 DevGrew-Teams einsatzbereit sind. Danke, Olli. Man soll auf unser Zeichen warten. Weißt du was, gib her. Von dort ist das Geld auf mein Konto gekommen. Ist überwiesen worden. Irgendwelche Infos zur möglichen 4. Position? Die Analyse wurde gerade beendet. Das Geld kam vermutlich aus Mirawa im Ostirak. Grimm, ich bekomme keine Bilder. Okay, Sekunde. Wir zweigen Satellitenbandbreite der MRO ab. Das größte der 4 Lager, die wir gefunden haben, ist stark befestigt. Herhören! Wir können nur hoffen, dass Kobins Käufer in Mirawa ist. Ich wollte schon vor einer Stunde im Einsatz sein. Charlie, überprüf die Satelliten und markiere alle Waffen, Fahrzeuge und Männer im Lager. Ich will selbst über Absentpistolen informiert werden. Alles klar. Breaks, Überwachungsdrohne vorbereiten. Okay. Grimm, sprich mit DevGrew. Die greifen die anderen Lager an. Wir übernehmen Mirawa. Keine Zeit für Vorbereitungen, Sam. Okay, gut. Mission starten. Sobald wir über dem Lager sind, will ich im Einsatz sein. Du gehst alleine rein? Ist nichts Persönliches. Lief mir zu holprig in Benghazi. Ich will, dass du den Hubschrauber steuerst.
Nicht, dass ich gefragt worden wäre, aber das da unten sind üble Penner, stimmt's? Wenn ihr die erledigen wollt, wieso werden sie dann nicht einfach weggebombt? Hast recht. Dich hat niemand gefragt. Uns geht's nicht um Leichen, sondern um Informationen. Schafft ihn weg. Auf geht's. Ich wollte nur... Okay. Alles klar, Leute. Es geht weiter. Da wimmelt es nur so von Feinden. Rauch- und Haftkameras helfen dir bei der Orientierung, während du den Gegner verwirrst. Alles klar, haben wir ja auch dabei hier. Rauch- und Haftgranaten. So, beenden und die Mission starten. So, Rebellenstützpunkt. Mirawa im Irak. Wir sind ziemlich arm, nur 29.000. Fallschirm geöffnet. Briggs, kannst du den Gegner unbemerkt ausschalten? Mache dir den Weg frei. Scharfschützengewehr mit Schalldämpfer. Heranzoomen. Geil. So. Das hier war echt awesome. Sam, du wurdest entdeckt. Das Lager wird gesperrt. Mission gescheitert. Was? Leute, was mache ich nur falsch in meinem Leben? Nein, das steht doch unentdeckt bleiben. Mache dir den Weg frei. Ja, wir sind echt so dumm. Gut. Da hinten steht jetzt einer alleine. Den müssten wir doch eigentlich ausknipsen können, oder? So. Den Typen hier doch eigentlich auch. Treffer. Den auch. Er ist tot. Gut. Jetzt den hier. Dann den. Was? Sam, du wurdest entdeckt. Nein, ich wurde nicht entdeckt. Fick dich, Grimm. Boah, du blöde rothaarige Schlampe, die du bist. Unglaublich. Mache dir den Weg frei. Er ist tot. Boah, gibt's doch nicht. So. Gut, Leute, so. Wen jetzt noch am besten? Gut. Er ist tot. Und den noch. Ziel vernichtet. Jawohl, geht doch. Du kannst weiter vorrücken, Sam. Verstanden, Briggs. Gut gemacht. Rim, ich bin jetzt unten, rücke vor. Okay, gut, Leute. Weiter zum Dorf. Ja, die Leute haben wir erledigt, oder? Sam, auf den Wärmebildern der Drohne sind Gegner zu sehen, die sich flussaufwärts in einem Haus treffen. Charlie, brauche Aufklärungsmöglichkeiten. Wir müssen Kobins Koffer finden, bevor man mich entdeckt. Hab einen Trikopter mit einer einfachen Gesichtserkennung ausgerüstet. Ist der besser als der bei Bin hier? Um Längen. Ab einer Entfernung von weniger als 50 Metern müsste es funktionieren. Okay. Wo haben wir das gute Stück denn? Wenn du mir sagst, dass wir einen haben. Wahrscheinlich müssen wir erstmal zu dem Punkt nach da hinten. So, unbemerkt eindringen. Ja, das wird ja ein Klacks für uns sein, nicht? Entlang deiner Route. Sie dürfen dich nicht sehen. Danke, Grim. You don't say, dass die mich nicht sehen dürfen. Du bist so schlau, Grim. Was würde ich denn ohne dich machen? So. Hier scheint aber gerade niemand zu sein. Oh, doch, da war jemand. Hast du überhaupt schon mal gekämpft? Ja, zweimal. Bin einmal ins Bein geschossen worden, aber ohne Komplikationen. Wie war das? Kämpfen kann man einfach nicht beschreiben. Es ist laut und schnell.
Und mittendrin merkt man, dass diese kleinen Dinger, die an einem vorbeisausen, tödlich sind. Und was passiert dann? Das Geheimnis ist, entweder entscheidet man sich zu sterben und macht was Dummes, um sich erschießen zu lassen, oder man will leben und sorgt dafür, dass der Gegner stattdessen stirbt. Wie hast du dich entschieden? Ich lebe noch, oder? Schlau gesagt. So, komm mal her. Hi, na? Wie war das zum Thema nicht entdeckt werden? Verdammt, und den hätte ich gerne eigentlich anders ausgeschaltet. Aber okay, man kann nicht alles haben. Mann, die Sonne blendet. Erstmal ausknipsen. Sam, das ist eine gute Position für einen Trikopterstart. Dankeschön. Es geht los. Super, Leute. Okay, Sam, bring den Trikopter etwas näher ran, damit wir die Stimme sauber hören können. Ah, und das ist ja wieder ein Laptop. Gut so. Audio wird übertragen. Weiter so. Suche nach Treffern. Nicht gut genug? Was soll das heißen, nicht gut genug, du? Sam, angeblich soll die Gesichtserkennung viel zuverlässiger sein. Man sieht's ja. Sam, die Bilder der Drohne zeigen mehrere Punkte an der Seite des Gebäudes. Ja, so wollte ich das aber eigentlich auch nicht machen, was ich gerade gemacht habe. Ich trete einfach die Türe stur ein. Ich bin wirklich schlau. So. Gut, ich will die aber eigentlich nicht ausschalten müssen. Okay. Ich hoffe, der Typ kommt wieder nach oben. Nee, kommt er leider nicht. Okay. Er ist bewusstlos. Er ist bewusstlos? Scheiße, die haben irgendwas entdeckt. Hier ist das Vögelchen. Jemand hat ihn umgehauen. Finde den, der das war. Verdammt, Hauptsache er hat uns gesehen. Gut. Die Typen könnten wir ausschalten, will ich aber eigentlich nicht. So. Was macht denn der Marker? Das gibt's da echt nicht. Na super. Das Laptop hat sich zerstört. Und die will ich eigentlich nicht so ausschalten. Wie wär's, wenn du mir hier drüben mal hilfst? Komm her, los. Komm, halt den Ball flach, Kollege. Boah! Da ist der! Verdammter Sack! Oh, da sind wir tot. Klasse, Leute. Wahnsinn. Naja, nun gut, nochmal. So, Kollege, und du kommst mit. Damit dich erst keiner mehr entdeckt.
Die lassen wir einfach hier. So, wir haben da einen, da und da. Wenn der jetzt noch kommt, könnten wir vielleicht alle drei auf einmal ausschalten. Können wir. Super. Gut so. Ich weiß, auch wenn es natürlich jetzt auf Panther-Stil war. Aber egal. So. Oh, scheiße. Na toll, das Laptop hat sich zerstört. Gut, wir sind gleich eh wieder tot. Ja, sind wir. Klasse. Ah, Leute, verdammt nochmal. Komm mal her. So, den nehmen wir uns wieder. Gut, und schmeißen den wieder hier hin. Nein. Meine Güte, der soll hier abgesetzt werden. So. Die haben wir ausgeschaltet. Und jetzt kommt ja gleich der Typ mit seinem blöden diese gepanzerte Wache. Der ist ja ziemlich stark. Aber da habe ich schon die perfekte Methode für den. Hoffentlich schläft er jetzt ein. Ach, der hat ja eine Maske auf. Ach du Arschloch, Alter, wirklich? Gepanzerte Einheit, ich glaube, ich spinne. Ach, komm schon, Leute. Komm her, verdammt. Ja, die Pistole wollte ich eigentlich nicht wechseln. Na super. Setze ich den erstmal hier ab und wechsle meine Pistole wieder. Gut, ich muss mal gucken, was er über die gepanzerte Einheit überhaupt sagt. So, Schwere sind Nahkampfwaffen von hinten oder von oben ein. Okay, gut, dann habe ich eine Idee. Okay. Leider entdeckt er den Typen ja direkt. Der müsste noch was weiter nach vorne kommen. Ich traue mich jetzt auch gar nicht Z zu drücken, um den anzulocken. Naja. So. Was? Damit haben wir ihn. Keine Ahnung, wie vielen Fails. So, den Laptop aktivieren wir jetzt erstmal. So, super. Gut. Und dann würde ich sagen, bevor wir jetzt weiter uns durch diese Level hier failen, beende ich erstmal den Part und dann sehen wir uns im nächsten wieder. Bis dahin sage ich, ciao Leute.